Okay, Raumfahrtkunst, zick, würde ich mal sagen. Wir sind wieder auf der vierten Etage im Rechenzentrum Kosmos und wir werden mal schauen, wo wir heute hinfahren. Ja, ich bin gespannt. Ja. Na, wieder Christian, im Gespräch, wieder. Christian Drosten, ja, ich habe die fertig. Die geht heute noch raus. Ja, ich schicke sie zu dir. In die Charité, ja. Ja, Christian. Ja, Christian Heinrich Maria Drosten. Ja, du kriegst die heute. Die 1A Künstlerpisse ist nur Künstler, echt die besten. Kriegst du heute in die Charité, mach ich. Fertig. Jan! Ja, hallo? Hm? Professor Dr. Drosten, der aus der Charité. Okay. Der ich ruf dich zurück, bis gleich. Der braucht 1A Künstlerpisse. Ich dachte, es ist Honig. Nein. Was ist das? Nein, 1A Künstlerpisse ist für die besten, von den besten Künstlern braucht er die. Ich weiß nicht, der hat irgendein Projekt, wo er den absoluten Wirkstoff braucht. Ja, und, für genau. Welches Projekt ist das gedacht? Darf er nicht sagen. Okay, ich glaube, das ist er hat gesagt, noch. Wir kriegen Ende des Jahres das Bescheid und der braucht dann irgendwie noch. Ist das dann auch wirklich noch gut, wenn man das bis zum Ende des Jahres aufhält? Ich weiß nicht, was er damit macht. Er hat nichts gesagt. Er hat mich gebeten, hat gesagt, Lars, schick mir das bitte zu. Er braucht es ganz dringend. Es ist für eine ganz wichtige Sache. Und ich sollte jetzt sammeln und habe jetzt 1A Künstlerpisse. Er braucht auch wirklich, weil er hat Vertrauen, dass es halt wirklich nur echte, von echten Künstlern, echte Künstlerpisse ist. Man sieht auch den Unterschied. Es gibt ja verschiedene Farben. Ja, hier kriegt er ganz klar. Also ich darf ja nicht den Namen, ist ja anonym, nee, alles. Ist, ja, okay. Aber ich weiß, dass sie war 3 Tage nicht auf Toilette. Sie? Ja. Also da steht... Nein, ich weiß es. Ich habe okay, nur abgeholt. Okay, du hast es abgeholt. Ich bin heute früh rumgefahren. Ich muss jeden Morgen... Er braucht jeden Tag 1,5 Liter. Okay. 1A Künstlerpisse. Okay. Er holt sich da irgendeinen Stoff raus und... Für was ist der Stoff dann? Naja, weil wir haben nicht so viel Zeit, aber wir können ja später noch weiterreden. Genau, ich wollte dich eigentlich abholen. Ah. Wir haben heute... Ich weiß nicht, wohin wir fahren. Nimm deinen Kaffee mal mit. Lassen wir uns überraschen. Komm, wir setzen uns. Was haben wir denn? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir gucken einfach auf unseren... Auf jeden Fall, den Pfeil habe ich natürlich. Auf unsere heilige Klopapierrolle. Wir werden sehen. Den haben wir denn? Markus Golter. Wer ist das denn? Markus Golter ist ein Bildhauer. Der von 19... gar nicht im Rechenzentrum ist. Also müssen wir trotzdem hier lang? Wieder durch die Stadt. Wir müssen hier? 1966 in Stuttgart geboren, okay. 1987 bis 1991 Steinbildhauerei gelernt. Stopp. Wir sind an der Klagewand und das ist natürlich ganz wichtig. Das ist. Dass wir jedes Mal auch klagen. Dass wir, naja, klagen oder Wünsche. Oder was dir einfach fehlt. Okay. Mir fehlt als erstes ein Zettel. Bitte schön. Danke. Also, Jan, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Wenn ich unterwegs bin, im Supermarkt, im Biomarkt, im Einkaufsladen, das Lächeln mit der Verkäuferin, mit dem Verkäufer, mit den Gästen. Ehrlich gesagt, es geht nicht mehr, deswegen müssen wir alles mit den Augen machen im Augenblick. Mein Wunsch ist es, dass man besser kommuniziert mit den Augen. Ich kommuniziere bei den Augen, ich kann mit den Augen rollen. Also der Mund ist sowieso weg, da sind furchtbare Latten davor, also es ist schwer in der Tat ein Lächeln zu bekommen. Ich habe das Problem mit den Augen, das sieht man nicht. Oh. Also, ich wünsche mir Lächeln. Ich will Lächeln sehen. Augen. Ich will euer Lächeln sehen. Was willst du sehen? Euer Lächeln. Okay. Also in der Mitte. Ich kann auch sagen, ich will dein Lächeln sehen, aber ich will... Augenblicke. Ich will euer Lächeln sehen. Augenblicke fangen. Das finde ich. Ich will euer Lächeln sehen. Ich will euer Lächeln sehen. Hey! Aber machen wir das hier besser? Ach, wo du willst, alles wird voll. Aber zurück zu unserem Markus. Okay, wir fahren weiter. Wir waren ja bei Markus. Also, okay, Markus ist ein total interessanter Mensch. Oh. Der macht ja, der ich frage mich bei seinen Werken erstmal, es kommen die Sachen aus der rätselhaften Welt, aber darum geht es gar nicht. Wir sind 87 bis 91 Bildhauer, Steinbildhauer gelernt. Okay. 91 bis 98 Studium Bildhauerei an der Burg Giebichenstein in Halle. Von 98 bis 2000 Meisterschüler Burg Giebichenstein und ab 2000 Potsdam. Ich sehe gerade, der war 10 Jahre in Halle Student. Der hat 10 Jahre studiert Bildhauerei. Und der ist 91... 10 Jahre, das ist eine Langzeitstudent, sagt man so, oder? Er war glücklich, er war super zufrieden. Ist ja auch eine tolle Stadt. Aber ist ja, man das nicht immer? Ja. Oder? Ewiger Student. Man lernt immer. Okay, wir fahren zu Markus Runde. Das heißt... Genau, der hat sich in die
Stadt verliebt von Halle. 10 Jahre. Zehn Jahre? Gut, es war damals, die Stadt hieß sowas wie die graue Perle an der Saale. Die war wunderschön, aber total verfallen. Und die haben, aber die war wunderschön. Ist eine mittelalterliche Stadt. Und ist die immer noch so? Jetzt ist es saniert. Ja, es ist toll. Ich liebe diese Stadt. Es ist wirklich eine tolle Stadthalle. Ich kenne es nicht, aber ich denke mal, für einen Bildhauer ist es natürlich auch toll. Naja, der hat gar viel zu tun da. Ja, Bogibisch ist ja auch, es hat ja auch einen totalen Namen. Zu der Zeit war Bogibisch halt, komm, wir drehen uns um 180 Grad. Juhu! Ich weiß das nicht. Und die Stadt, die war wirklich phänomenal toll. Okay. Und zusätzlich, ja, ist ja 91 in Ochsen gegangen. Das in Stuttgart hat er gelernt. Also ein Schwabe. Ja, ist ein Schwabe. Schwabe oder Schwabe? Schwabe. in der Burg gelandet. Und der war 91 und es war der erste Künstler, der aus dem Westen an der Ostschule gelernt hat. Er studiert hat. Und das ging da gut. Weiß ich nicht, muss man ihn fragen. Also das ist ja das, was mich am meisten interessiert. Ich bin so gespannt auf was er macht. Naja, vor allen Dingen, das ist ja toll. Viele aus dem Osten sind ja in den Westen gegangen und er ist aber aus dem Westen in den Osten gegangen. Und das mit 20 Jahren. Aber die Schule war trotzdem interessant. Die Schule ist die tollste Schule überhaupt. Okay. Und darum geht es ja gar nicht. Die Schule, also der hat ja alles richtig gemacht. Ups! Und der hat ja alles richtig gemacht. Und aber ich finde es doch jetzt... Ich will ihm das fragen, was er erlebt hat. Weil ich habe ja die Wände, beide die Wände erlebt. Ich habe die Wände auch erlebt, aber meine Wände waren nicht und West und Ost, sondern Nord. Ich meine, ich weiß ja nicht, ist das... Ja. Bin aber gespannt, was er zu sagen hat. Genau, und was er vorhin gefühlt hat. Okay, aber was wir... Das war ja ganz viele zwischenmenschliche Sachen, was er da einfach gelernt hat. Und er war ja auch allein hier natürlich da. Ja. Der Arme. Ja. 10 Jahre. Ja. Wir müssen den Anker werden. Wo gehen wir überhaupt hin? Potsdam West. Aber wir müssen die Schnur an. Die Schnur dran. Wir müssen weiter. Nee, aber ein Kanal, das erinnert mich wirklich an Markus, weil der wirklich mit seinen Figuren zeigt das Innerste des Menschen. Und verdeckt nichts. Er zeigt wirklich die Wahrheit. Oder versucht es, die Wahrheit zu zeigen. Und das, was passieren kann. Was man denken kann. Naja, die ganzen Steine, wo er mit der Arbeit wird ja auch rausgehackt. Weil die Kunstwerke erinnern mich so, wie kann der Mensch werden? In Verbindung mit Technik, mit verschiedenen Materialien, mit Kunst. Also er macht nicht einfach Skulpturen, er verbindet auch Materialien. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn auch, aber ich habe nie darüber gesprochen. Ich spüre nur, dass es sowas ist wie... Oh! Wir sind zu weit! Gott! Jan, kannst du klingeln bitte? Ja, ich klingel. Da, Markus Polter. Aber ich muss doch abschicken. Unten, ganz unten. Genau. Oh. Ja, komm. Ja. So, war offen. Oh, das ist aber ein Problem. Was macht er jetzt? Zerstört er dich? Okay. Oh, guck mal, nee. Das ist ja hier und, schon. Komm, wir drehen uns mal. Ja? Und das ist so, dass Markus... Der Mensch hat immer mehr. Der hat Chips, der hat Metall, alles verbindet er mit sich. Okay. Und das macht er irgendwie mit seiner Struktur. Ob es jetzt ein Schutz ist
Zukunft. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er ist da. Weil ich bin gespannt. Das kann ja auch seine Haushälterin sein, oder so? Das bin nicht ich. Diese Box? Wir sind da. Markus, willkommen. Vielen Dank, dass wir dich besuchen dürfen. Gerne. Für euch ganz kurz. Ihr könnt euch wie immer erkundigen. Markus-Golter.de. Wie Jan sagen würde immer Markus-Golter.de und Markus mit C. Komm. Ah, warte. Oh, die. Ja, die müssen wir mitnehmen. Hey, macht der die Tür kaputt oder was? Ich hab keine Ahnung. Ja. Markus Jan. Golter. Ich bin. Oh nee, dürfen wir ja gar nicht. Wir müssen uns ja ein bisschen schützen in dieser Zeit. Doch, Jan. Ja? Ich bin Jan. Du bist Markus. Schön, dich hier anzutreffen. Markus, wir machen jetzt so ein Hinterhof, wie Männer beim Fußball. Hallo. Männer beim Fußball. Dürfen wir rein? Ja, gerne, ja, komm. Wird aber kein Geisterspiel, oder? Nein. Du, aber vielleicht geht es ja in die Richtung. Ich weiß es nicht. Wow, das ist ja schon mal schön, wenn man so rein. Okay. So, herzlich willkommen. Das hier ist mein Salon. Boah, ist aber riesig. Das sind mehrere Salons. Und das da drüben ist die Werkstatt. Okay. Wow. Hier sind wir aber schon genau, was ich gesagt habe, Jan, bei den Figuren, wo ich sage... Jetzt gerade, wo du die Zukunft hast. Ja, die Zukunft, genau, was der Mensch werden kann, wo er sich hinentwickeln kann. Das ist die Entwicklung vom... Es gibt ja immer mehr, siehst du ja Leute, die sich wirklich mit Chips bedecken, mit Materialien verbinden. Und der Mensch macht ja immer unterschiedliche Tätigkeiten. Weißt du, Markus, ja, sorry. Du bist ja lecker. Ja. Ist es deine Skulptur oder nein, ist es die von Markus? Das ist die Grundlage und das können wir vielleicht doch besser oben nochmal diskutieren. Bei den kleineren aus Gusseisen sind die griechischen Jünglingsplastiken aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, die Kuroi. Und die haben ja so ein bezauberndes archaisches Lächeln. Die Kunsthistoriker streiten sich, ob das... einfach nur ein Jüngling sein soll, die Variante fände ich ganz spannend und schön, oder ob es Apoll ist, der Gott. Also aber die Variante, dass einfach kein Gott oder kein Pharao, kein König, sondern einfach ein Jüngling ist, hat mich schon immer fasziniert. Und dieses archaische Lächeln habe ich halt versteckt mit diesen martialisch anmutenden Helmen. Du hast sozusagen genau das Gesicht weggenommen, wie es auch in der Antike schon mal war. Gesichter wurden ja auch deformiert. Die Gesichter wurden nicht absichtlich abgenommen. Die, ja, dann gehen wir einfach so. Wollen wir dann oben anfangen? Ja, wir gehen einfach durch. Ich halte mal ganz kurz verstanden hier, wie es meistens ist. Man benetzt sich mit viel mehr Sachen. Und was ist das? Das ist Marmor? Das ist richtiger. Richtiger Marmor. Statuario aus Carrara. Das ist das okay. Zeug, hinter dem Michelangelo immer schon her gewesen ist, nämlich das ganz, ganz Feine. Der heutige, den die verkaufen, der ist so in blaugrauen Grundton und der hat das richtige, das gelbliche Weiß, das den für die Italiener in Carrara wertlos macht. Der große Steinbruch, der hat ja Brancusi, alle haben sie daraus gehört, Michelangelo natürlich. Hier erinnert mich so ein bisschen an Medusa-artig vielleicht. Die sind, Medusen habe ich auch einige gemacht, ja, okay. Sind aber alle verkauft, da kann ich jetzt leider nicht. Die habe ich anschließend gemacht und das ist Cassandra. Du bist ja einer der wenigen Künstler, was ich aber mag, du hast wirklich erstmal ein Handwerk gelernt direkt. Ja. Du bist Bildhauer vom Handwerk und hast danach Bildhauerei studiert. Richtig, genau. In Burg Giebichenstein in Halle, eigentlich an der, also an der Hauptkunstschule mit in Deutschland. Ich war ein bisschen ratlos Ende der 80er Jahre. Ich hatte da eine Steinbildhauerlehre im Handwerk. Wollen wir ein bisschen laufen? Gerade so hinter mich gebracht, die war gesehen worden. Ja. Du hast ja wollte ich figurative Bildhauerei studieren. Von 88 bis 91 hast du Lehre gemacht, dann hast du gleich 91 angefangen zu studieren. Also nahtlos. Und war der erste Westdeutsche da.
Und wie bist du in Halle gelandet? Durch die Liebe oder warst du, warum hattest du diese Schule begangen? Weil Stuttgart bist du ja geboren, 66. Nein, Stuttgart konnte man keine figurative Bildhauerei. Die waren zu frei, die Schule. Da gesagt, wir wollen hier. Das war da schon der Rat von Karl Henning Seemann, Figurenbildhauer, der wurde das Grundlagenstudium betreut. Also zu dem konnte man da hingehen. Bei dem war ich auch. Aber dann habe ich mir beschlossen, das ist scheiße, das mache ich nicht. Und bin dann in den Osten geraten. Erstens kannte ich die Burg schon. Von einer Ausstellung, die da am Bodensee auf der Insel Mainau stattfand, gleich 1990. Ja. Und dann ist meine Frau, mit der ich schon seit dem Abi zusammen bin, als Journalistin nach Leipzig gegangen. Okay, das ist ja gleich ein Ecker. Und dann haben wir erstmal in Leipzig gewohnt und ich bin immer gefahren zur Hochschule. Und dann, du bist schon lange hier in dieser Gegend sozusagen? Ja, über mein halbes Leben. Okay, dann bist du. Wahnsinn. Hier sieht man auch wieder so Sachen. Ich halte dich einfach mal immer ab und zu auf. Bei mir ist immer die Frage, hat die Sachen was, weil du siehst ja die Sachen immer aus der Natur kommen, sozusagen, du sagst auch, die Natur ist sozusagen das wichtigste Künstler für dich auch. Aber für mich ist die Frage bei solchen Sachen, hat es was mit Schmerz zu tun oder eher was mit Schutz? Ja, also ich denke da an Amok, Amoklaufen. Okay, mit dem Körper, mit sich selber Amok laufen, was wir ja tatsächlich machen, indem wir Kaffee trinken, indem wir... Ich habe halt in meiner Heimat bei so einem Symposium mitgemacht, wo 10 professionelle Bildhauer und 10 Schulklassenprojektgruppen einen und denselben großen Stein in kleinere Stücke gespalten haben, auf dem Marktplatz in Ludwigsburg. Mhm. Und das Thema war Gewalt an Schulen. Also das sollte jeder dann was in seiner eigenen Umgebung damit machen. Und dann wurde es in Ludwigsburg in so einer Kasernenhalle alles zusammen ausgestellt. Und während der Zeit, während ich diesen Stein in meinem ersten Potsdamer Atelier so hatte und nicht so richtig wusste, was ich da jetzt machen soll, ist dann in Erfurt dieser schlimme Amoklauf passiert. Das war in der Schule. Ja, das war sehr tragisch, oder? Deswegen auch dieses giftige Blei, da ist so was wie eine Kralle, die sich da so um den Schädel krallt. Auf der anderen Seite sind so die Eruptionen, das sind die Schüsse, die er da abgegeben hat auf seine Mitschüler. Also schon. Warst du da in der Gegend? Aber das ist ja nah dran gewesen, natürlich. Ja, das ist nicht so. Erfurt Halle ist relativ nicht alles. Aber du hast dann doch diesen Amok so in Stein gemeißelt, um das, sag mal, für die Zukunft auch als Denkmal zu setzen. Ja, klar. Ich meine, das ist auch so wie Bänder eigentlich. Das ist richtig 1,5 Zentimeter tief im Stein. Da sieht man ja noch die Meißelspuren. Ich habe das also erst komplett im Stein gemacht und dann habe ich die weggefräst, habe dann eine Gips-Negativschale gemacht und zwischen Gips und Sandstein dann das Blei gegossen. Das kommt doch aus dem Handwerk. Aus dem Handwerk ist ja so, dass so Handläufe oben bei Objekten, bei Dächern, verbindet man ja die einzelnen Sandsteine mit Bleibändern. Mhm. Das ist also wirklich Urhandwerk, was du hier in der Kunst machst. Das ist gut. Also ja. Das ist nicht irgendwo her, sondern das ist... Ich habe es immer so erklärt, bei diesem alten Film, der Glöckner von Notre Dame, mit Anthony Quinn, da schüttet der doch so oben auf dem Turm stehen, so einen Kübel Blei um und das geht dann runter auf die Soldaten, die Kirche stürmen wollen. Und das mit dem Blei auf dem Turm ist total gängige Geschichte gewesen, nur dass eben das Blei nicht runtergeschüttet wurde, sondern in die Fugen der Steinquader rein. Damit die halten. Damit wird es verbunden. Wie dieses furchtbare Brandunglück da jetzt war, in derselben Kirche. Da ist auch, glaube ich, 16 Tonnen Blei oder 30 Tonnen Blei, eine unglaubliche Menge Blei von diesem kleinen Turm runtergestürzt ins Kirchenschiff rein. Deswegen als halt auch die Löscharbeiten total behindert. Aber ich finde das interessant. Blei und Stein ist wirklich... Wenn du dann sagst, es liegt so tief drin, es fühlt an, als ob es drauf liegt, also wie so ein Verband. Ja, so und trotzdem ist es so die zwei Materialien so verbunden. Das ist schon interessant. Wollen wir hochgehen? Ja. Gibt es noch mehr Etagen? Einmal. Komm mal. Wow. Und sag mal, arbeitest du mit welchen Materialien? Weil ich sehe ganz verschiedene Steinsorten. Nein, ich habe mal Steinmetz gelernt, kann aber auch mit Metall umgehen. Also Granit, in Granit kannst du auch arbeiten. Ja, klar. Das ist ja schon, das oben ist was aus Granit. Ja. So Krawatin, weil das ist ja hier auch so ein klassisches 30er-Jahr. Ja, die sind halt so, ich sammle halt also die Steine.
Die angefangene Katze ist Krabatin. Ich bin ja so ein ganz leichter Archäologie-Fan. Und bei Krabatin mag ich immer die ganzen Einschlüsse. Das Alter Muschelkalk, 15 Millionen Jahre alt, keine Ahnung, uralt. Und da hast du immer diese Einschlüsse drin. Hast du auch schon mal sowas gefunden und rausgearbeitet und mit eingearbeitet in der Struktur, dass du sagst, du hast einen Stab oder solche Sachen? Gerade in diesem Stein findet man oft so eine Drusen mit so Kristallen drin. Wow. Aber wenn die, da habe ich mal so einen Brunnen, so eine Bischofsfigur gemacht, also als ich noch ein Lehrling war, als Geselle. Ja. Und da war dann mitten im Gesicht sowas. Das ist natürlich echt blöd. Okay. Wenn es an der falschen Stelle ist. Ja. Aber die hast du jetzt nicht so verbunden, die hast du wirklich angefangen. Das ist Gusseisen auch. Ja. Auch kein, das ist kein Blei, also nie da, dass du reingeworfen hast. Sehr heftig, ja. Wie so ein, das ist meine ganze Armada der Kuhäule. So soll das auch sein. Das ist die griechischen Götter? Nein, Jünglingsfiguren. Hm? Jünglingsfiguren. Genau, und der große Stück. Ja? Und die meisten Künstler, die ich kenne, die sagen, wenn sie was in Eisen oder in anderen Materialien, Stein oder sonst wie machen, wollen sie es in Bronze. Ich finde toll, du hast es da wirklich in Gusseisen, in Eisen. Also das Ursprüngliche, wo sich die Figur verändert, wo sie verwittert. Woher kommt die Liebe zu diesem Material? Also du bist der erste Künstler, den ich kenne, der wirklich ist exzessiv. Ich sehe keine Bronzefigur, ich sehe nur Eisen. Woher kommt das? Naja, Bronze habe ich auch, aber ich mag das Material einfach. Ja. Wenn das gut gegossen wird, und dann wird das echt scharf. Und exakt, das wird wie Bronze über Wachsausschmelzverfahren gegossen. Also auch Sandform, ganz normal, wenn man das... Nee, Wachsform. Wachsform. Ach so. Sandform sind bei vollplastischen Arbeiten. Sind die, ja. Sind, musst du das noch aufhören. Legieren irgendwie, wenn du das fertig hast, das Eisen? Das, oder das patiniere ich, ja. Genau, genau. Also wenn die Farbe, wenn es aus dem Guss kommt, ist ungefähr so. Okay. Das dann wird es so. Ja. Das habe ich... Ach so, du kriegst ja gar nicht mal das sozusagen. Ja. Genau. Natürlich, das lebt ja. Also Eisen muss ich wusste es nicht. Ja, ich weiß, dass Eisen lebt, aber ich wusste nicht, ich dachte, es kommt so raus und das ist so verarbeitet. Nee, das kommt eher heller wie so raus. Dass, also die Schmiede nennen das Bläuen, das sind auch diese gusseisernen Pfannen und sowas, was man da und sieht. Und das wird dann richtig erhitzt und in Öl getaucht. Und dann rostet es nicht mehr. Genau. Ansonsten würde trotzdem, wenn das rostet, ist auch interessant, wenn, ja. sich das verändert, qua Form, ne? Ja. Wenn man das mal so beobachtet. Aber wie lange dauert sowas, vor dass so eine Figur jetzt rosten würde? Na, mit dieser Patina-Lösung, die ich da drauf mache, dauert das so eine Woche. Okay. Draußen würde das vielleicht so ein halbes Jahr dauern. Halbes Jahr. Wenn es ab und zu mal regnet. Okay. Dann, man kann es auch einfach irgendwie immer mal wieder mit dem Schlauch nass machen und dann trocknen lassen und dann allmählich entsteht es auch auf der Rost. Aber das sind ja auch wie... Nö, das sind einfach... Ich finde das auch gut. So wie so ein Hammerhai, weißt genau, du, die haben auch so ein Ding. Die haben mich auch daran erinnert, sozusagen, was der Mensch wäre. Guck mal, wenn wir die ganze Zeit da denn auf Handy gucken oder die ganze Zeit uns irgendwie nur nicht bewegen und alles. Ja, verformt sich halt. Deformieren werden wir sowieso, weil die Evolution hat ja keinen Stock gemacht. Und die sind für mich eigentlich das Zeichen gewesen, wie sich der Mensch verändern könnte. Ja. Also einmal wird der Kopf größer, wenn man nur den Kopf benutzt oder vielleicht einen Arm. Ja, die stolpern so durchs Leben, die gehen auch nicht so richtig im Gleichschritt, weil der eine hat ein Bein vorne, der andere hat das andere Bein vorne. Aber trotzdem möchtest du das als Schritt sehen lassen, ne? Was tapsender Schritt. Ja. Und den lassen sich aber ganz viele Köpfe. Du hast auch Monumentalfiguren, wo die Köpfe teilweise quer übereinander gestapelt sind,
Guck mal rüber. Guck mal rüber. Das ist ja die Werkstatt. Das erinnert mich an in China. Da haben die doch so für die Soldaten ausgegraben, ja? Na, hier diese Armee. Die ganze Armee. Die Terrakotta-Armee. Genau. Ja. Ein bisschen komplizierter. Da ist ein Fallschirm hier, die müssten liegen. Achso, die sind hier statt. Wie hier oben. Wie hier sozusagen, wie Modelle oder so. Wie unten auch die ganz großen. Die passen nur liegen da nicht ins Regal rein. Und jetzt sehe ich hier auch ein bisschen. Ich stelle auf den Weißen. Okay. Das erinnert mich so ein ganz bisschen an Italien. Wie heißt die Stadt hier? Vesuv. Oh Gott, peinlich. Lava über die Stadt, die so ausgegraben sind, wo sie diese Gips haben. Pompeji, meinst du? Pompeji, ja, sorry. Wie in Pompeji, diese Modelle, die teilweise. Da hat man das ja auch ausgegraben, ne? Solche. Du bist ja auch. Ja, so geschieht es immer, wenn man so eine große lebensgroße Figur in die Bronzegießerei bringt. Die sägen einem die Gliedmaßen ab, damit die Form machen können. Ja. Und das wird dann nachher im Metall wieder zusammengeschweißt. Also das ist die Figur da hinten, da sitzt der alte. Da hatten wir tatsächlich einen 78-jährigen Mann in Halle, das war so in den letzten paar Studienjahren. Zwei Jahre lang kam der und da saß ein Aktmodell. So war sogar die Bild-Zeitung mal da und geschrieben, Deutschlands Ende ist das Aktmodell. Sehr herrlich. Und da habe ich auch ganz viele Figuren gemacht. Ich arbeite immer seriell. Also wenn ich mal anfange, dann ist es nicht nur ein alter Sitzender, dann waren gleich drei oder vier draus. Du bist ja auch noch aktiv als Künstler. Klar, man kann sozusagen auch viele Kunstwerke kaufen, man kann auch wirklich Auftragsarbeit machen. Aber du arbeitest auch in Halle am Gottesacker mit freien Motiven. Ja, ja. Sind die Sachen hier davon? Das sind die Motive. Sind, man kennt die wieder. Die sind also dann aber in Sandstein. Das sind jetzt sozusagen Gipsmodelle. Das sind ja Segment oder Schliebbögen aus der Renaissance dort. Okay. 95 Bögen insgesamt. Von der Mauer, die außen rumgeht beim Gottesacker. Nee, innen als Kuchen. Innen. Aber das ist die Mauer, die den Gottesacker eingrenzt. Genau, da. Genau, also, genau, die Architektur um den Friede, dieses Gelände und die Architektur besteht aus Grüften, die immer aneinander hängen, aber die Zwischenwände haben, sodass sie wie so ein 30 Quadratmeter großer Raum mit einer gewölbten Decke. Und vorne die Fassade sozusagen ist geschmückt mit immer anderen Bildwerken aus der Renaissance. Und von den 94 sind 27 zerstört worden und durch meine Diplomarbeit 1999. Nee, Quatsch, 1998, ist der erste dieser zerstörten Bögen mit dem zeitgenössischen Relief wieder versehen gewesen. Das habe ich entworfen und habe es gegenüber der Denkmalpflege damals durchsetzen müssen. Da sind wir nochmal bei der. Wir gehen mal leise wieder runter, weil, aber eine Frage noch. Das will ich noch sagen. Okay, dann habe ich 22 Jahre lang dort jeden Sommer gearbeitet. Da war ich auch schon in Potsdam, bin immer nach Halle gefahren und wir haben jetzt alle 27 Bögen beendet, die sind jetzt alles fertig. Ach, ist ja fertig. Also man kurze Frage. Du hast, ich habe ja gesagt, dass ich Halle toll finde. Du hast ja von 1991 bis 98 studiert in Halle, warst von 98 bis 2000 Meisterschüler in Halle. Das sind ja fast 10 Jahre. Das ist ein ausgiebiges Studium. Naja, wir hatten damals noch Vorpraktikum. Das heißt, eine Woche im Monat waren Zeichnen dran und dann sind die Studenten verteilt worden in Textilweberei oder so eine Emailfirma oder also alles ehemalige Kombinate, die Steinmetz ist nach Magdeburg an die Turmbauhütte, die Bildhauer. Und dann habe ich ein Jahr länger studiert, weil ich diesen ganzen Stadtgottesackerbogen in Stein gemeistert habe und vorher gipsmodelliert in 1:1 Größe. Das war also ein unglaublicher Umfang an der Diplomarbeit, deswegen habe ich ein Semester länger gemacht und dann nochmal 2,5 Jahre. Wie viele Studenten wart ihr damals pro Jahr ungefähr? Wir waren zu dritt. Nicht vier, war. Wir sind ja doch vier Designer. Das ist doch herrlich, wenn man. Oder? Ist toll, liegt ja der naja. Saale. Ihr habt ja auch da mal, ich liebe ja, wenn die Saale diese Insel, wie heißt die Insel bei der Peißinsel? Wenn die mal überschwemmt sind. Die sind ja regelmäßig in Abständen, die früher überschwemmt. Ich habe die Stadt geliebt. Also du sagtest, du hast doch wahnsinnig viele Studenten. Ich kenne positive Dinge von dir. Ich kenne die ganze Burg. Wie hieß doch mal damals schon die graue Eminenz an der Saale, die Stadt, oder? Ja. Und jetzt, genau. Naja, also das war durch die Nähe der ganzen Chemiestandorte, die am Halle außenrum waren, war der Stadt halt ziemlich heruntergekommen. Ich habe mal eine kleine Zwischenfrage. Ich finde das jetzt auch ein interessantes Teil.
Das ist gerade nicht wahnsinnig schön gemacht, aber was steckt dahinter? Was ist deine Idee dahinter gewesen? Das sind diese gestapelten, getürmten Gesichter. Vorne im Gesicht, hinten im Gesicht. Okay. Ist das unten auch diese großen, wo ich reingekommen bin? Unten ist 3,20 Meter hoch. Und das sind die kleineren. Okay, weil mich hat das ein bisschen erinnert, wie gesagt, habe ich unten schon gesagt, an Brancusi, den kennst du natürlich auch. Klar. Ja, diese Säulen, die er da gemacht hat. Ja, genau. Ich nenne die Klone. Okay. Das war in der Zeit, Anfang der 2000er Jahre, wie dieses Klonen von Menschen so schwer diskutiert wurde. Ja, ja. Da gab es auch das Botschaft Dolly, das ist auch Und da habe ich mal irgendwann, erstens bin ich nach Potsdam gekommen, in der Zeit auch, kurz vorher, und in Potsdam ist alles vergoldet. Das stimmt, und deswegen habe ich gedacht, das machen wir morgen was mit Gold. Und dann habe ich aber gelesen, dass beim Klonen, bei diesen Experimenten, was die damals machten, auf Goldpartikel eher gut in Zellen eingeschossen wurden, so eine Art Laser oder sowas. Also Gold glänzt. Ja. Ist eine Verführung und eigentlich ist ziemlich gruselig das Ganze. Aber, aber Gold wurde natürlich auch für. Das Loch euch mal leise rum, ja. Es ist so viel zu sehen noch eigentlich. Und was wir jetzt vor dieser Corona-Isolierung. Aber du hast ja genug Arbeit hier. Das ist ja nicht schlimm. Ich versuche mit Maler hier, mit Martin Mehlitz, die Porträtschrift einzurichten. Ja. Das haben wir jetzt aber mal gelassen. Unten auf dem Tisch liegt sein Porträt, das ich von ihm gemacht habe. Ich habe ihn auch, glaube ich, schon mal kennengelernt. Der ist da in Babelsberg. Ich habe ihn gefunden. Also ich habe, ich muss sagen, mein Kaffee wird langsam rein und ihr macht aber was zusammen. Ich habe heute noch was, ich mag das ja Bildhauer, guck mal hier. Habt ihr mal was vorbereitet und wer? Nein, das liegt ja einfach. Du hast da noch was vorbereitet. Aber hier, man kann mal ganz kurz erklären, wie handwerklich das funktioniert. Und zwar, man hat ein Gipsmodell, hat die Kreuz, die einzelnen Punkte und nimmt diese Punkte, die Tiefen sozusagen ab und weiß, was man abnehmen muss. Wir wissen es als Künstler, aber... Manche wissen es nicht. Und das heißt, du bist wirklich vielfältig auch als, ich muss nochmal die Internetseite wiederholen, Markus, aber trotzdem, bindestrich-golder.de und Markus mit C geschrieben. Also wenn ihr Auftragsarbeiten machen möchtet, in Stein, Figuren, alles, was ihr euch vorstellen könnt, meldet euch bei ihm. Aber das Wir machen jetzt mal ein Modell von der nächsten Auftragsarbeit. Gib mal deine Hand rein. Erstmal Markus, wie er anfängt. Ja. Genau. Markus, ich hoffe, ich höre dich nicht. Aber ich stelle Ihnen Fragen. Was ich mitbekommen habe, Burg Giebenstein Osten. Du bist damals, ich will es nach 30 Jahren nicht wieder anfangen, aber ich habe das ja selber erlebt. Du kommst aus Stuttgart, 1966 geboren, bist nach Burg Giebenstein und warst der erste Weststudent an der Burg Giebenstein. Kann man da gleich draufklatschen oder wie ist das? An der renommierten Burg Giebenstein. Naja, eigentlich war noch ein Mädel aus Hamburg, aus Bremen da, in der Metallklasse. Okay, das ist aber nach einem Jahr wieder abgehauen. Ich war dann derjenige aus dem Westen, der das erste Diplom Eigentlich macht man das ja so. Man macht erst Du machst ja kein Brot jetzt. Das machst du erst in Grundform. Ich mach doch eine Grundform. Guck mal, jetzt kommt das ganze Schöpfchen hier rein. Das nur gibt's. So, was wollen wir jetzt machen? Im Kopf oder was? Ja, denke ich. Wir waren ja gerade dabei mit Genau, du bist reingekommen, du hast Halle kennengelernt. Die Studenten, sag mal ein paar Anekdoten, was du so erlebt hast. Also nicht was Schönes oder was auch immer, wie hat es sich angefühlt? Ich weiß noch, ich hatte einen ziemlich alten, klapprigen Ford Escort. Okay, oh, was? Der, so ein, also kein Kombi, sondern so ein Ding. Und der war halt immer 15 cm länger wie. Professor Goebbels Wartburg, den er da hat. Ja, Professor. Aber nur kurze Zeit, danach hat er seinen ersten BMW gekauft. mein Auto war ständig am Rollen in der Stadt. Da hat nämlich eine Papierfabrik am Reileck pleite gemacht. Das ist ja wohl in der Ludwig-Hucher-Straße. Genau. Und da haben sich die ganzen Burgstudenten Papierstapel geholt. Ja, klar. Mit meinem Auto. Das war echt lustig. Ach, das war ständig unterwegs. Ja, klar.
Und war doch eigentlich eine tolle Zeit damals. Okay. Weil es war besetzt, es war doch eine sehr gute Tätigkeit für Studenten. Geh mal ran. Und bei der Burg Kiepenstein, da ist auch unten gleich diese riesen Brücke über die Saale mit diesen riesen, monströsen, sitzenden Stieren. Nee, das oder ist ein Pferd und die Kuh. Kennst du die Geschichte davon? Ja, das ist einer der ersten Burgprofessoren, nämlich der berühmte Gerhard Marx, der auch in Bremen die Stadtmusikanten gemacht hat. Ja, ja. Okay. Der war damals Professor in Halle und hat die zwei Figuren gemacht. Das Pferd. Das sind 20 Jahre dann, oder? Oder 30? Ja, 20. Ja. Die sind toll, die habe ich immer, die waren so. Die sind aus Beton, Mauerstein quasi, aufeinandergesetzt und tragen die Brücke. Zur Landseite hin ist die Kuh, und zur Stadtseite hin ist das Pferd. Handel und. Wohlstand oder Verkehr. Oder. Okay. Nein, nee, Quatsch, Handel und Landwirtschaft, logisch. Okay, Landwirtschaft, dann sozusagen was außerhalb der Stadt Halle ist. Halle war ja Landwirtschaft. Und wie war das Studentenleben damals in 90er? Na, das war sehr. Weil es war ja besetzt, war aber billig, war ja unendlich viele Studenten in der Stadt. Du warst mit deiner Freundin schon zusammen. Ja, ja. Also, du wolltest keine Frauen kennenlernen. genau, du hast keine Frauen kennengelernt und es war schön da. Ich habe Halle, das war. Nein, wir sind ja erst wirkliche Großstadt. Wir waren ja erst in Leipzig, also sind dann da quasi in Cornewitz rumgetuckert und haben das alles da. Wann warst du da in Leipzig? 91 bis 93. Das Witzige, ich habe damals, interessiert kein Mensch, ich habe damals schon Steuerteure. Dann erzähl es. Aber Steuerteure haben in Leipzig die überbetriebliche Ausbildung gehabt. Ja, das kann sein. Und da habe ich auch in Cornewitz erlebt, von 1990 bis 92. Ja, da hätten wir uns begegnen können. Ja, haben wir uns bestimmt. Wir haben wild abgetanzt. Ja. Bestimmt. Ja, ich war 2 Jahre vorher in Cornewitz. Ja, kennst du noch das Café Schorschoi hieß das? Ja, das war ein ganz berüchtigt und berühmtes Nachtcafé. Ich fand die Ecke da toll. Ich fand gerade 90er Jahre. Weil ich finde auch Halle ist ja Sachsen-Anhalt und Leipzig Sachsen, aber ich finde an den Sachsen toll, die hatten halt, wir wohnen ja hier nach der Wende sofort überrannt, so mit Geld. Mhm. Und die, da wollte ja keiner hin. Die hatten nur 10 Jahre Zeit gehabt, sich selbst aus ihren eigenen, Ich Kraft zu finden und den Weg zu finden in die neue, veränderte Welt. Und das hat sie gestärkt und das hat sie auch extrem selbstbewusst. Ich verdammt also schon 2000, Leipzig kommt, diese Aktion mit der Olympia. Wir haben da in Alt-Schönefeld gewohnt, in so einer alten Eisenbahner Arbeitersiedlung, Lindenstraße, weiß ich noch, und wir waren die Einzigen aus dem Westen. Meine Frau hatte auch so ein Ford Escort weiß, okay. Das war wirklich lustig, wir haben es beide von unseren Eltern übernommen, die Kisten. Und die standen dann da am Zaun zwischen den ganzen Trabis und eines Morgens waren da überall die Räder ab. Oh. Ja. Oh. Für unser Auto. Ja. Das war auch. Das macht immer. Wie machen wir jetzt hier weiter? Und dann haben die Nachbarn geklingelt. Und ich bin zum Fenster gedreht und habe rausgeguckt und musste schallend anfangen zu lachen. Weil es war so absurd, diese zwei alten Kisten auf Stein aufgebaut. Ja. Dann kam halt irgendwann der Abschleppwagen und dann. Ab da waren wir da total gut integriert in diesem. Hausgemeinschaft da. Weil sie merkt haben, ihr seid normale Leute und ihr seid keine Bösen. Genau. Und wenn es dann mal an der Tür geklingelt hat und irgendeiner Teppiche oder Zeitschriften verkaufen wollte, das kam mir da massenweise vor, habe ich immer auf breitesten Schwäben stehen, da wieder weggeschickt. Markus, mein Kaffee ist dann dabei. Ich habe gerade Krümel gespürt. Ich. Ja, du. Markus, wir könnten ja noch stundenlang, vor allem diese ganze Form, diese echten Formen, du arbeitest ja noch mit echten Gipsformen und alles und unendlich viel zu sehen. Jan, Warte. Ja. Ich muss die eine Augenbraue noch machen. Kann man nicht mehr aufhören beim Ja, ja, Modellieren. Das sowieso. Wir müssen weiter. Warte mal. Okay, ja. Moment. Markus, der kriegt so tiefliegende Augen jetzt, weißt du? Pass auf, ich will dich auf jeden Fall noch mit zum Sofa nehmen, weil ich will noch ein Signum von dir haben, Unterschrift auf dem Sofa. Jan, wir müssen. Ey, guck dir das an. Hier, siehst du das? Da ist kein Tropfen Wasser mit. Das ist ein echter Bruder. Jetzt noch der Warte mal, der kriegt noch so hier. Gut, Jan, sonst entdecke ich einfach zu viel. Nee, warte mal, das ist. Oh, geilsam. Liegt der einfach da so? Ja, rum, ja? Komm, ich entdecke zu viel. Das ist so lebendig an der Einheit. Da kommt nicht alles. Das ist ja genau wie Malerei. Das ist ja nur anders. Genau.
Habt ihr eure Spiegel? Wir haben alles. Wir haben alles. Haben wir alles? Lass liegen. Ja. Wir haben alles. Gut. Wow, ich fange gerade an. Ja, aber das ist so, es geht nicht. Perfekt in Temperatur, ja, weißt du, wenn ich der Waschenhände. Du darfst. Oh ja. Das kommt nicht weg, das verfliegt sich. Ja, ich finde auch, das. Komm. Ah, Markus, hier, genau. Hier auf der Rückseite siehst du schon. Du darfst es gerne signieren. Genau. Oh, der Kaffee. Wow, das ist echt eine Signatur. Oh, vielen Dank. Weißt du? Markus, ich denke mal so. Komm, wir sitzen. Machen wir später mal. Wir ganz ihr arbeitet danke, weiter. Danke. Ihr arbeitet weiter. Ich gehe wieder rein, oder? Nein. Oh. Wir müssen andermal. Okay. Ich kann ja sagen. Let's go. Markus, vielen Dank. Hallo. Und Kaffee ist vorbei. Und Sonne. Und alles herrlich.